Aus unserer Reihe Schlagzeilen vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Im Jahr 2017 wurde die Nachricht veröffentlicht, man hätte ein Foto eines schwarzen Loches gemacht. Und zwar des größten schwarzen Loches in der Milchstraße. Nämlich des schwarzen Loches im Zentrum der Milchstraße. Seitdem warten wir auf das Foto. Ist etwa bei der Entwicklung was schiefgegangen oder war es schlicht zu dunkel? Es gibt ein schwarzes Loch im galaktischen Zentrum. Das kann man nicht direkt beobachten, also nicht mit normalen Teleskopen für das sichtbare Licht, weil der Blick ins galaktische Zentrum ist verstellt durch Dunkelwolken des interstellaren Mediums. Das ist das Medium, aus dem Sterne entstehen. Und in diesem Fall sind es Dunkelwolken, ziemlich wirklich kalte Dunkelwolken, die sich doch genau in die Sichtlinie hinein bewegt haben. Wahrscheinlich gab es früher mal Zeiten, wenn wir da auf der Erde gelebt hätten, dann hätten wir das galaktische Zentrum womöglich direkt gesehen. Also wir hätten praktisch durch so Wolkenlücken durchgeguckt. Aber wir jetzt heute, wir haben ein Problem damit und die Lösung lautet lange Wellen. Weil die werden nicht von den Dunkelwolken absorbiert, also Radiostrahlung und Infrarotstrahlung. Vor allen Dingen diese beiden Bereiche haben in den letzten Jahrzehnten viel dazu beigetragen, dass wir etwas erfahren haben, was sich hinter diesen Wolken verbirgt. Und eines davon ist eben Sagittarius A-Stern. Eine hinreichend starke Radioquelle, die wurde 1933 bereits von dem Radioastronomen, dem ersten Radioastronomen der Welt, Karl Jansky, entdeckt. Nämlich, der hat mit Hilfe von so Dipol-Antennen herausgefunden, dass in Richtung des Sternbildes Sagittarius es eine sehr starke Radioquelle am Himmel gibt. Und er hat praktisch schon das Zentrum unserer Milchstraße entdeckt. In den 70er Jahren wurde dann die Radioastronomie immer genauer und genauer, vor allen Dingen mit Hilfe einer Technologie, die jetzt auch eingesetzt wird bei dem Event Horizon Teleskop, so heißt es nämlich, das ein Foto gemacht hat. Es geht dabei um Very Long Baseline Interferometrie, VLBI. Das heißt, da hat man nicht nur ein Teleskop an einer Stelle, sondern man schaltet verschiedene Radioteleskope überall auf der Welt zusammen. Und je größer die Linie, die Entfernung zwischen diesen Teleskopen ist, umso besser ist das Auflösungsvermögen des Radioteleskops. In diesem Fall hat man Radioteleskope überall auf der Welt, bis hin sogar runter zum Südpol, also eine große Basislinie von 12.000 Kilometern. Und deswegen kann man sehr, 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 sehr kleine Objekte am Himmel beobachten. Eben unter anderem Sagittarius A-Stern. Dazu muss man jetzt nur Folgendes wissen von den Eigenschaften eines schwarzen Loches. Ein schwarzes Loch hat vor allen Dingen Masse. Ein schwarzes Loch ist ein Objekt, bei dem die Masse so weit kompaktifiziert ist, dass aus ihm nichts mehr rauskommt, auch keine elektromagnetische Strahlung. Und dieser Radius der direkten Auswirkung der Schwerkraft des schwarzen Loches, den nennt man Schwarzschildradius und der ist direkt proportional zur Masse. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein schwarzes Loch von einer Sonnenmasse. Also von 333.000 Erdmassen, sind 3 Kilometer. Ein schwarzes Loch mit 2 Sonnenmassen, genau, wären 6 Kilometer und so weiter. Also mit 10 Sonnenmassen wären 30, etc., etc. Das heißt, es ist eigentlich überschaubar. Das schwarze Loch in der Milchstraße, im Zentrum der Milchstraße, hat 4 Millionen Sonnenmassen an Masse. Das heißt, die Auswirkungen sind 12 Millionen Kilometer. Das ist eigentlich überschaubar. Wenn man sich überlegt, der Abstand Erde-Sonne sind 150 Millionen Kilometer. Ach, dann ja 12 Millionen, ja, ein knappes Zehntel, ja gar nichts. Astronomisch ist dieses Objekt praktisch ein Punkt. Und deswegen ist er auch so unglaublich schwer zu beobachten. Aber es gelang. Es gelang in den 70er Jahren, eben genau diese Radioquelle Sagittarius A-Stern ganz genau zu beobachten. Und man stellte unter anderem zum Beispiel fest, nicht nur im Radiobereich, sondern auch im Röntgenbereich, dass dieses Objekt Sagittarius A-Stern variiert in der Helligkeit. Die Variation in der Helligkeit eines schwarzen Loches entsteht ja nicht durch das Loch selber, sondern durch das Material, was in der direkten Umgebung dieses Loches in Richtung des schwarzen Loches hineinströmt. Dabei wird es nämlich heiß, das Material wird angeregt zum Strahlen. In diesem Fall sind es sogar Magnetfelder und Elektronen, die zur Strahlung führen, nämlich zur Synchrotronstrahlung. Es gibt aber auch noch andere Strahlungsarten im Röntgenbereich. Zum Beispiel ist es offenbar heißes Gas, was aus dieser Scheibe, die sich um das schwarze Loch herum gebildet hat, immer wieder ausgestoßen wird. Und so konnte man zum Beispiel schon herausfinden, aus der Röntgenvariabilität dieses Objektes,
dass es sich dabei nicht um ein nicht rotierendes schwarzes Loch handelt, sondern es muss sich um ein rotierendes schwarzes Loch handeln. Also ein schwarzes Loch hat nicht nur die Eigenschaft der Masse, sondern auch noch die Eigenschaft des Drehimpulses. Also immerhin, so genau lässt sich das Objekt mit Hilfe von Radio und Röntgen vermessen, aber in den letzten 20, 25 Jahren hat eine andere Methode noch viel mehr geliefert über als direkter Hinweis für die Existenz eines schwarzen Loches. Das ist die Infrarot- bzw. Nahinfrarotastronomie, in dem es nämlich gelungen ist, den zentralen Sternhaufen um Sagittarius A-Stern im Zentrum unserer Milchstraße in Einzelsterne aufzulösen und die Bewegungen dieser einzelnen Sterne im absoluten Zentrum unserer Milchstraße nachzuweisen, also wirklich zu messen, wie die Sterne sich da bewegen. Das war deswegen so einfach, weil die Sterne da sehr schnell sind. Ich meine, wenn man mal an die Fixsterne da oben denkt, die bewegen sich ja praktisch nicht. Aber die Sterne im Zentrum unserer Milchstraße sind sehr schnell. Warum sind die so schnell? Weil Massen Massen bewegen können. Ich kann also aus der Geschwindigkeit von Sternen im infraroten Bereich, ich kann also mit Infrarot die Infrarotstrahlen dieser Sterne beobachten und kann aus der Geschwindigkeit dieser Sterne die Masse ableiten, die dafür verantwortlich ist, dass die Sterne sich so schnell bewegen. Und deshalb weiß man ganz genau, da ist Masse, und zwar sehr viel Masse, nämlich 4 Millionen Sonnenmassen, und das ist Sagittarius A-Stern. Und inzwischen ist eben mit dem Event Horizon jetzt eine besondere Form von Very Long Baseline Interferometrie möglich. Und zwar wieder, jetzt könnte man natürlich überlegen, Moment, im Radiobereich. Im Radiobereich wollen die ein Foto machen? Wie wollen die das machen? Das ist genau der Punkt. Dass es noch kein Foto vom schwarzen Loch des galaktischen Zentrums gibt, liegt nicht daran, dass es zu dunkel gewesen ist, sondern es liegt einfach an der Komplexität des Entwicklungsprozesses. Das ist nämlich kein Entwicklungsprozess, wie man ihn kennt, vielleicht noch von der guten alten Fotoplatten oder vom Film, sondern es handelt sich um einen elektromagnetischen Rekonstruktionsprozess. All die Impulse, die die verschiedenen Radioteleskope auf der Welt aufgenommen haben, die müssen in einem Computer zusammengeführt werden. Und ein Radioteleskop stand am Südpol. Ja, da musste man auf den antarktischen Sommer warten, um überhaupt an diese Festplatten ranzukommen. Und die wurden dann in einer Stelle zusammengefasst. Man hat also dann eine Analyse vorgenommen, eine genaue Rekonstruktion vorgenommen. Das dauert eben eine Weile. Und dann wird man einen Vergleich machen dieser rekonstruierten Daten mit physikalischen Modellvorstellungen. Und man erwartet einen Leuchtring um das schwarze Loch. Mal sehen, wie er aussieht. Dieser Leuchtring wird viel erzählen über die Eigenschaften des Loches, über seine ganz genaue Masse, über seinen Drehimpuls und vieles andere. Und dann wird man zum ersten Mal ein zwar rekonstruiertes, aber doch möglichst direktes Bild dieses Schwerkraftmonsters haben. Ich finde, das ist großartig. Und vor 100 Jahren wurde die allgemeine Relativitätstheorie zum ersten Mal bestätigt, nämlich durch die Beobachtungen von Sir Arthur Eddington einer Sonnenfinsternis in Afrika. Und dann hätten wir 100 Jahre danach die Bestätigung einer der abstrusesten und verwunderlichsten Lösungen dieses Universums, nämlich eines schwarzen Loches, muss ich wirklich sagen, großartig.